Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Forever Stranded hier auf meinem Kanal. Die Zombies sind aktiv und wir wollen jetzt noch ein bisschen Erde versuchen zu sieben, beziehungsweise überhaupt Erde zu bekommen. Ich würde das gerne ein bisschen zumindest automatisieren. Weizen, keine kleine Steine. Also auch nicht das, was ich vorhatte, wieder rauszubekommen. Das ist doof. Wir könnten aber mal... Nee, das wollte ich nicht reinpacken. Ich wollte das reinpacken. Danke. Wir könnten aber mal zwei Weizenkörner rausnehmen und die Hühner züchten. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt, dass ich hier zumindest vier Hühner erstmal drin habe. Das wäre an sich eine coole Sache. Haben wir nämlich drei Hühner hier drin. Dann können wir so langsam, aber sicher vermehren. Ne? So, ich möchte auch eine Hühnerfarm an sich machen. Das wäre auch, glaube ich, ganz geil. Okay, das kommt hier rein. Wie gesagt, so langsam, aber sicher wird es hier richtig, richtig heftig von den Materialien her. Und da wird noch einiges dazukommen, das kann ich euch sagen. Und deswegen möchte ich dir so langsam aber sicher auch wirklich mein vernünftiges Lager aufbauen, wo wir darauf zugreifen können, wo wir wirklich das ordentlich machen können. Und das wollen wir angehen. Das wollen wir angehen, weil hier wir haben so viel Material mittlerweile schon hier am Start, was gar nicht mal so von Vorteil ist. Ne? Also schon von Vorteil, klar. 2011 plus ist in Ordnung. Kommt die Lava rein, hier geht die Lava raus. Das passt perfekt, Leute. Das passt perfekt, Leute. Hier haben wir noch eine Lava einmal über. Was haben wir noch an Dings hier? In Kohle haben wir einiges da. An Eisenerz haben wir einen Stack wieder dabei. Das ist cool. Die Kohle brauchen wir, Smaragde und Diamanten holen wir mal raus. Kohle, Smaragde und Diamanten. Kohle, Smaragde, Diamanten. Okay. Also so können wir jetzt nämlich einmal hingehen und hier weitere Truhen bauen. Ne? Eins, zwei. Wir brauchen für ein Regal brauchen wir vier Truhen. Vier sind zwei, sind acht. Acht Eichenholz. Hol ich mal 16 Eichenholz raus. Plus Nummer zwei für Stickies. Damit wir auf jeden Fall genügend Stickies haben. Sollte eigentlich reichen an sich. Sehr schön. Dann haben wir nämlich... Ja, voll verkehrt, aber egal. Eichenholzbretter 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, wir bräuchten mehr, ne? Ich habe mich jetzt vertan, egal. Dann brauchen wir noch eins für. Egal, machen wir so viel. Dann passt das hier, ne? So, dann haben wir nämlich 8 Stück davon nochmal am Start. Und können jetzt einmal hier die Möglichkeit nutzen, Stickies. Moment, eben Level wegbringen noch. Leveln ist gut. Gut und reichlich, ne? Können wir nochmal Erde sieben. Ich wäre von Zuckerrohr echt angetan, Leute. Aber bis jetzt hatten wir kein Glück, Zuckerrohr zu bekommen. Das ist das Doofe, ne? Wie kleine Steine. Was sollen wir mit den kleinen Steinen noch alles? Die Nacht ist bald vorbei. Wir gehen jetzt nochmal nach dem Reis gucken. Reis kriegen wir eine ganze Menge zusammen, zum Glück, mittlerweile.
wollen wir natürlich auch später nochmal automatisieren. Aber dazu will ich dann später dann auf ein NE-System gehen und alles. Und dann, ja, passt das schon, ne? Passt das schon später. So, was können wir jetzt noch machen aktuell? Aktuell können wir sonst gerade eigentlich kaum was machen, ne? Ich würde gehen. Was haben wir da? Wir haben im Prinzip nur Stein da, großartig, ne? Im Prinzip haben wir gerade nur großartig Stein da. Ich würde jetzt aber auch auf Stein erstmal zurückgreifen. Weil es das einfachste ist. Compressed Stein. Oder beziehungsweise wir haben noch hier den Bruchsteingenerator. Wir brauchen Kohle. Ach, Stickies. Dann mache ich mir nämlich nochmal Fackeln. Wir dürfen nämlich nicht lange fackeln hier, ne? Und wir müssen noch was essen. Essen ist auch ganz wichtig. Komm, hau rein, Kollege. Du musst was zu dir nehmen an Essen. Hallo? Lass mich raus, lass mich raus! Das ist das. Dann essen wir nochmal Reis. Reis haben wir zum Glück einiges am Start. Über 3 Stacks, das ist heftig. Dann essen wir noch eine Birne. Dann essen wir noch einen Apfel. Dann essen wir noch eine Orange. Dann sind wir vom Essen zumindest erst mir wieder aktuell voll. 64 Stein, das ist okay. Diese Sonne geht so langsam auf. Sehr cool, ich würde jetzt. Hier aufmachen, ja. Ich mache jetzt mal hier auf. Und hau die Zombies kaputt. Ein Zombie-Kopf kriegen wir da nochmal raus. Coole Sache. Ein Eisenbahn nochmal rausbekommen. Geil. Viele Erfahrungspunkte. Hoppala. Spinne, komm. Nochmal Faden, cool. Verrottetes Fleisch. Ich würde gerne auch mal was probieren. Wäre so an sich jetzt erstmal nur ein Test, um zu schauen, ob das überhaupt funktionieren könnte oder funktionieren würde. Ich weiß es nicht aktuell. Haben gesagt, probieren. Versuch macht klug, ne? Oder wie heißt das so schön, ne? Versuch macht klug. Wir gehen jetzt einmal hier rum ums Raumschiff. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Großartig. Da vorne ist noch was. Es sind, glaube ich, die Hühner. Genau, das müssten die Hühner sein. Hier ist nochmal verrottetes Fleisch, das nehme ich natürlich mit. Klar, gerne. Hier ist noch ein Zombie. Dann schauen wir jetzt mal nach, was der Sandsturm und so weit angerichtet hat. Dürfte aber eigentlich nicht so viel sein, ne? Dürfte eigentlich nicht so viel sein, ne? Kann erstmal weg. Gucken wir nochmal nach.
So, ein Apfel. Ein Hühnchen. Das war jetzt eigentlich nicht geplant so, aber ja gut. Ein Hühnchen, ein Hühnchen. Komm her. Komm mal mit. Danke. So, das war jetzt nicht so geplant gewesen, aber was? Dang? Dang? Okay. Keine Ahnung, was das sein soll jetzt. Aber egal. Noch ein Apfel fertig. Zwei Orangen sind nochmal fertig. Gut. Eine Birne ist fertig. Langsam müssen wir uns aufbauen hier. Ich würde auf Dauer hier natürlich dann auf ein Lager gehen. Das Lager würde ich dann hier hinbauen. Nah am Raumschiff erstmal. Dass wir dann nicht so weit laufen müssen. Wir packen aber erstmal die Level weg. Hallo? Lass mich rein. Können wir nämlich da noch mitarbeiten. Orange. Orange kann einsortiert werden, Zombie-Köpfe können einsortiert werden, Bruchstein brauchen wir, Pferden, Sand, Apfel, Weizenkörner, Weizenkörner, verrottetes Fleisch, Eisenbarren, Erfahrung. Das passt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir brauchen Sand. Achso, ich wollte nachher nach Sandsturm gucken, ne? Was hier passiert ist. Sieht aber gut aus. Ja, sieht gut aus. Okay. Sieht zumindest relativ gut aus. So, wir brauchen natürlich viel, viel Holz und alles. Ich hole mir nochmal Stein dazu. Kriegen wir hin. Zwei Stack Sand sollte auch erstmal reichen für hinten. Um hier zumindest das soweit fertig zu machen. Fackeln haben wir dabei, das passt alles. So, machen wir ein bisschen auf hier. Können wir nämlich hier am besten arbeiten. So ein bisschen Platz verschaffen hier. Hier machen wir dicht, klar. Das sollte klar sein. Okay. Das hier kann auch weg. Da haben wir dann nicht viel Platz am Start. Wir brauchen noch viel Platz. Wir brauchen verdammt viel Platz, ne? Aber schauen wir mal erstmal, was wir erreichen können hier. Gucken wir mal. Mischensand haben wir noch. Würde ich auch so weit nutzen noch, so wie wir es haben. Okay. Dann kümmern wir uns jetzt nochmal ab. Es wird langsam heiß wieder. Mal wieder. Wir sind schon wieder fast am Ende der Folge, ne? Fast wieder am Ende der Folge und wir müssen trinken. Wir müssen trinken, Leute.
Also Material brauchen wir ohne Ende, wie man merkt. Das ist richtig, richtig heftig. Dann würde ich hier anfangen, das Lager aufzubauen. Ne? Wir machen ein Lager. Wir müssen natürlich Kaktus hier setzen, platzieren. Damit hier nichts hier rankommt. Wird jetzt auch erstmal kein großes Lager, aber wir versuchen schon mal zumindest ein bisschen damit zu starten, ne? An sich nicht verkehrt. An sich nicht verkehrt, dann können wir nämlich hier nochmal Platz gewinnen zusätzlich. Ne? Ein bisschen mehr Platz reicht. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier das Lager auf. Ich würde hier auf hier gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das angehen soll. Ich mache hier am besten eine Linie hin. Erstmal. Kriegen wir das hier irgendwie zusammen. Kriegen wir schon irgendwie zusammen, Leute. So, das wäre das. Dann hauen wir nochmal Steine drauf. Und dann hauen wir das hier zu. Das Ganze. Platzieren wir noch Fackeln hier drauf. Eins, zwei, dann sollte hier auch nichts spawnen. Dann haben wir zumindest hier erstmal eine kleine Wand zum Lagern. Ne? Erstmal eine kleine Wand zum Lagern. Sieht an sich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Klar. Können wir natürlich noch auf Dauer verschönern. Aber wir haben erstmal Platz, Leute. Und das ist das Wichtige, erstmal überhaupt Platz zu haben. Ne? So, wir brauchen wieder was zu essen. Fleisch raus, können wir futtern. Flexible Layer, holen wir mal einen Stick raus. Verballern die jetzt. Dann können wir nämlich nochmal Sand kriegen. So, das kann weg wieder. Sand kann hier rein. Bruchstein kann hier rein. Kaktus werden wir gerade sowieso brauchen. Okay, dann mache ich jetzt nochmal 16 und 2. 2 sind 4, 8, 19. Okay. Mach schon mal drei weitere, beziehungsweise acht weitere Regale. Nee, so nicht. So. Perfekte Sache. So, Eichenholz kann hier rein. Dann die Regale kommen dahin.
Da haben wir nämlich hier weitere Regale am Start. Die wir natürlich gut nutzen können hier. Um hier natürlich richtig schön Material zu bekommen. Das ist eine klasse Sache, ne? Die können wir nämlich einlagern ohne Ende, haben Platz ohne Ende im Prinzip. Das ist nicht verkehrt. So, ich gucke jetzt nochmal nach Lava hier. Lava, Lava. Die Leistung ist keine mehr da. Energie ist aber noch da. Wir haben wahrscheinlich keine Meshs mehr, ne? Doch, Mesh haben wir noch. Aber nichts mehr zum 7. Okay, dann heißt das, wir müssen wieder nachlegen. Kein Problem. Den Bruchsteingenerator würde ich sowieso jetzt wieder abbauen. Dann hier wieder draufsetzen, ja. Das heißt, ich müsste nochmal den Trichter suchen. Trichter ist da, perfekt. Und den Hammer brauchen wir noch. Da haben wir noch. Den Hammer brauchen wir auch noch. Wo ist der gelandet? In irgendeiner Kiste natürlich. Da ist er. Kriegen wir nämlich hier wieder Stein rein. Dann passt das. Sehr schön. Und so langsam kriegen wir echt guten Material hier zusammen. Das finde ich schon mal klasse. Vor allem Material ist immer gut. Wenn man es mal so sieht. So, der kann direkt weiter sieben. 45 kriegt er jetzt erstmal. Wir machen in der Zeit weiter Kies. Heftig, wie schnell der durch ist mit 7, ne? Wahnsinn. Aber ich glaube, das wirkt schon oder funktioniert schon relativ gut hier jetzt bei uns. Mit der Energie hier, mit den drei Generatoren hier. Ist es natürlich noch nicht das Optimalste, aber jetzt sagen wir mal so, es funktioniert zumindest schon mal. Wir können ein bisschen Energie speichern für den Sieber. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, hier neue Lava wieder zu holen und dann passt das, ne? Cool. So. Müssen wir natürlich gerade die ganze Zeit irgendwo in der Nähe sein, aber gut, kriegen wir hin. Okay, ich sehe gerade hier, kann was spawnen. Verhindern wir natürlich wieder, klar. Okay. So, nächstes. Das läuft gut. Läuft sogar sehr gut. Hier haben wir auch noch Kies. Perfekt. Da hat der auf jeden Fall erstmal was zu tun, ne? Und wir haben keine Energie mehr. Okay. Demnach müssten hier aber einige Eimer drin sein. Ich weiß jetzt nicht, ob alle rausgezogen wurden. Alle Eimer. Ja, wurden alle rausgezogen, ne? Ist auch nichts mehr drin. Und okay. Perfekt. So habe ich mir das im Prinzip vorgestellt, Leute. So habe ich mir jetzt im Prinzip wirklich vorgestellt. Jetzt können wir nämlich hier wieder Lava reinpacken. Hier wird versorgt. Oder die Öfen werden in dem Sinne versorgt. Dann passt das hier, ne? Sehr gut. Können wir nochmal. Ja, wir brauchen Bruchstein wieder, ne? Für die Lava-Produktion. Ich merke es gerade schon. Da haben wir nämlich fast nichts mehr da.
Wir machen auf jeden Fall demnächst nochmal einen Bruchsteingenerator hier für die beiden Dinger, damit die unendlich Lava produzieren. Sollte das eigentlich auch an sich passen. Zerbrechliches Zinnerz, okay. Ja, kriegen wir alles hin. Sieht hier aus, da ist nichts mehr drin, okay. Ansonsten, da haben wir ein paar Lagerkisten. Wir könnten jetzt eigentlich sagen, wir hauen hier mal die Materialien raus. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir hauen jetzt hier raus. Zum Beispiel das Transferpipe hauen wir raus. Das hier können wir raushauen. Transferpipe und das hier. Das können wir raushauen. Dann hätten wir das schon mal am Start, ne? Das können wir noch machen. Bruchstein kommt vorne rein. Bruchstein kommt hier rein. Die Sandlayer kommen hier rein. Die Fackeln kommen erstmal hier rein. Die brauchen wir gerade auch nicht. Genau, was haben wir hier noch drin? Federn. Das können wir noch einsortieren. Ja, Federn und das. So, haben wir ein neues Material hier. Schauen wir mal nach. Eine Feder, okay. Besser wie nichts, ne? Wie sieht es aus mit dem Chunkloader? Chunkloader. Wie viel kostet der? Eine Enderperle, 5 Goldbarren und ein Zaubertisch. 4 Obsidian. Das ist nicht schlecht. Ein Buch. Bücher haben wir auch ohne Ende. Das kriegen wir hin. Zaubertisch, 5 Goldbarren und eine Enderperle. Das hätten wir zusammen eigentlich. Das müssten wir zusammen haben. Dann haben wir einen Chunkloader hier. Dann können wir hier zumindest die ganze Zeit hier aktiv sein, beziehungsweise auch rumlaufen. Der ganze Bereich hier wird trotzdem geladen. Das heißt, wir brauchen Obsidian. Bedeutet, wir müssten genau da Lava reinpacken, dann passt das, ne? Eimer holen. Wir brauchen eh neue Lava. So, 3, 4, perfekt. 4 Obsidian, dann bräuchten wir noch 2 Diamanten und ein Buch. 1, 2 und ein Buch. Bücher hatten wir, glaube ich, hier hinten irgendwo drin gehabt, ne? Dann 5 Goldbarren. 1, 2, 3, 4, 5 und eine Enderperle. Dann bauen wir uns das nämlich jetzt zusammen hier. Wir brauchen 4 Obsidian, 2 Diamanten und ein Buch. Die Enderperle kommt oben hin und dann kommen hier rum die Goldbarren. Dann haben wir einen Chunkloader. Dann wird das hier zumindest die ganze Zeit geladen ohne Probleme. Stelle ich auch wie im gemeinsamen Spiel mit Blackjack, stelle ich den hier oben hin. Dann sollte das passen. Herr Radius, zeige Laser. Ah, so sieht das aus. Okay. Das heißt, der Bereich wird geladen. Ich würde gerne höher gehen. Damit wird auch nicht die ganze Base geladen. Ich gehe nochmal höher.
Das sollte erstmal passen, ja. Das sollte erstmal passen. Das sollte erstmal passen, ne? Aber wir sind am Ende der Folge, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich mega darauf. Und sage einmal in dem Sinne, bis dahin erstmal. Wartet. Eben nochmal einsammeln hier. Danke, Hühner. Federn weg. Die Eier können wir auch erstmal hier reinpacken. Und wie gesagt, bis dann erstmal. Servus und tschüss.